Liebe Leute, servus, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Rounded. Und schaut mal, wer da ist, welches Pickelgesicht. Hallo, Rado. Hallo, Willow. Ja, klar. Kann es schön mal sein lassen, dann mache ich gleich einen Abgang. Du schon wieder mit so einem Blödsinn anfängst hier. Ja, musste einfach sein. Ich habe extra gewartet, dass du Hallo sagst. Also, herzlich willkommen zu unserem neuen Survival-gemeinsamen Let's Play, Koop-Let's Play, wie auch immer. Grounded mal wieder. Wir haben es ja angekündigt, dass wir nochmal spielen wollen. Ich glaube, ich habe gerade ein Sprössling kaputt gehauen. Ja, wir hatten ja angekündigt, wir wollen mal wieder spielen. Hier sind wir endlich. Es sind jetzt einige Patches in Land gegangen. Ja, war Zeit, Rado, oder? Es war dringend Zeit, ja. Also wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir es machen wollen und es sollte keine leere Versprechung sein. Leeres Versprechen sein. Jetzt sind wir da, wir sind wieder im Garten und sind, glaube ich, auch nicht so ideal vorbereitet, was die Patches betrifft. Das heißt, wir werden Dinge neu entdecken, von denen wir nicht wissen, dass sie da sind. Sorry, dass ich dich kurz unterbreche. Nimm dir hier mal ein paar Pilze mit, die kannst du dann essen. Vorhin habe ich alle mal kurz gesammelt gehabt, deswegen. Bin schon dabei. Ja, red weiter. Ja, nö, jetzt mag ich auch nicht mehr. So wie es sich gehört. Endlich hält er mal die Fresse. Ja. Wir sind wieder in unserem Garten, genau. Wir wollten unbedingt reingucken, uns die Neuerungen mal anschauen. Haben auch gesagt, wir probieren nicht, unsere alte Basis weiterzuspielen. Was übrigens theoretisch gegangen wäre, Rado. Ich habe gestern im kurzen Probelauf mal ganz kurz geladen. Er sagt zwar, es können Fehler auftreten. Ich glaube, in erster Linie wegen dem Skillsystem oder sowas. Mhm. Was wir noch nicht wissen, wie es funktioniert. Also Rado und ich haben jetzt da nicht hier vorher großartig, wir fiedeln uns da jetzt rein, was ist neu, was ist nicht neu und so. Nee, ein paar Sachen wissen wir, ein paar Sachen wissen wir nicht. Beispielsweise, ich habe keine Ahnung, was es mit diesen Mutationen hier auf sich hat. Schauen wir mal. Es ist keine Mutation, das ist mein Gesicht. Achso, ich analysiere hier schon mal drei Sachen, ja. Genau. Ja, und wir schauen uns halt jetzt Grounded ein bisschen wieder an. Das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß und wir haben einfach Bock drauf. Ja, deswegen, hier sind wir. So, wir brauchen 20 Minuten. Ach so, bis wir wieder analysieren können, ja. Ja, oder 10 Minuten oder irgendwie sowas. Wir können ein grobes Seil bauen. Dieselspeer. Genau, wie geht denn das noch? Ah ja, genau. Distelstachel, Kieselspeer. Okay, ich baue einfach mal einen Speer. Oh Gott, Spießgrill. Haben die Sachen von der Optik her vielleicht ein bisschen überarbeitet? Wahrscheinlich, ja. Schaut gerade ein bisschen so aus, tatsächlich, ja. Gut, halt, ich sollte mal so ein grobes Seil noch bauen. Okay, hat nichts gebracht. Ah doch, hier, Fackel, Kieselhammer, Kieselaxt. Okay, ich brauche Sprösslinge. Oh, hier ist ein Rüsselkäfer. Ja, hallo, Rüsselkäfer. Hab ich auch gesehen. Hab ihn getötet, den Rüsselkäfer. Sau. Die sind doch immer so freundlich. Das sind doch so. Ja, oh, ja. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Hier vorne ist dieses Computerboard-Ding. Achso, ich habe noch gar nicht Tutorial. Finde etwas Essbares und ess es. Und da ist es. Na gut, werden wir mal tun. Könnte ich wieder schon stundenlang nur hier rumgrinden, ne? Ist ja jetzt schon immer dasselbe mit mir. Jetzt schon. So. Finde etwas Essbares. Ja, habe ich gemacht. Finde Wasser, analysiere einen Kiesel im Ressourcenlager. Ja, das haben wir doch eigentlich auch schon gemacht. War das Erste, was ich gemacht habe. Also ich analysiere gerade einen Kiesel. Ja? Yeah. Vielleicht muss ich das aber auch getrennt von dir machen. Nee, das hat jetzt geholfen. Jetzt heißt es, finde Wasser. Ja. Trinke ekliges Wasser. So. Jetzt soll ich sauberes Wasser finden. Hallo, Fliege! Stelle eine Kieselaxt her. Ich habe eine Fliege getötet. Ah, das Wasser, genau, das waren ja die Tropfen oben an der Pflanze, gell? Ich erinnere mich. Ja, ja, genau, richtig. Häng fest. So, Hilfe. Ich hab jetzt.
Diesel, Hammer. Ich habe Klee gerade gesammelt. Wasser. Wir haben übrigens, wer Angst vor Spinnen hat und so, gell, wir haben Arachno-Modus an. Direkt über uns ist Wasser. Ich hol mal, ich schlag das mal runter. Dann kann jeder einmal ran schlürfen. Oh ne, man kann nur einmal ran schlürfen. Okay, ich hab Wasser. Analyse steht bei mir erst dort in 10 Minuten. Untersuche mysteriöse Maschine. Das war hier vorne, genau. Ich erinnere mich an das Brett. Hat sich eigentlich an der Karte irgendwas getan? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir sind... ich glaube, es ist eigentlich ganz cool, dass wir nicht alles wissen, was sich geändert hat. Mhm. Ich weiß nur Fisch. Naja, und ich glaube zu wissen Spinne. Spinne? Oh oh. Ich glaube, es gibt noch eine Spinne. Okay. Na, dann schauen wir mal. Also das weiß ich ja zum Beispiel nicht. Ich bin hier schon bei dem Brett oben. Oh, ich sehe gerade die Tic-Tac-Dose. Oh, und hier unten ist eine Höhle. Mhm. Eine Höhle wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Ich sehe dich auch doch da bisschen. Mach den Weg des Lasers, finde raus, was den einen Laser schwächt. Ja, okay, den Laser freimachen ist jetzt nicht so das Problem hier. Boah, meine Ausdauer ist schon aus. Bink. Okay, ich habe hier drei Glasbretter. Drei Gras-Sachen in der Hand. Okay, wir müssen den dritten Laser, das war das Reparieren, der ist auch in der Höhle. Hast du schon eine Ahnung, wo wir denn bauen sollen? Nee, woher soll ich die Ahnung denn haben? Ja, weiß ich nicht. Ist doch sonst immer so ein Streber. Ja, in dem Fall aber nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir bauen sollten und warum vor allen Dingen. Also ich hätte ja eine coole Idee, die hat mir das letzte Mal eigentlich schon gefallen, ist aber ein bisschen umständlich. Ah ja, umständlich lieben wir doch. Ja, kannst du dich erinnern, ich weiß leider nur nicht mehr, wo das genau war, ich bin schon am gucken hier irgendwo. Es waren doch irgendwo diese fetten Holzstämme im Garten, wo du, also so diese Abgrenzung von dem Beet quasi, so richtig fette Holzblöcke. Du meinst da, wo die Spinnen immer waren, genau, oder was? Genau. Eieieiei, ich weiß schon, wo das war. Ich leider nicht mehr. Sieht man denn den Baum hier? Da ist der rote Baum, oder? War das nicht es hier ist, beim der roten ist Baum? Hier. Nee. Naja. Nee, der war, glaube ich, auf der anderen Seite irgendwo, wenn ich mich nicht täusche. Richtung, wir hatten doch diese Hecke mit den Blaubeeren irgendwo. Ja, die ist ganz zwischen, da in die Richtung, wo man den hohen Laser sieht. Ja, oder wir bleiben... Achso, ja, man sieht mehrere. Okay, alles ja. Klar. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, oder wir bleiben... Also wir bauen auf jeden Fall nicht mehr in irgendeiner Dose oder sowas drinnen. Das wissen wir noch, das war Kacke. Ja, genau. Ich meine, wir hatten ja an dem Baum gebaut. Das war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Nee, aber ich glaube, wir aber ein paar Einschränkungen dadurch hatten. Ja. Was die Baufreiheit genau. Betrifft. Ich glaube, das war in diese Richtung hier. Die du gerade guckst. Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, meiner Meinung nach zwischen in die Richtung hier. Also so ein bisschen zwischen roter Baum und Laser, den man in die Richtung sieht. Können wir mal gucken oder... Ja, können wir von mir aus machen, ja. Weil irgendwie, oder sollen wir einfach hier beim Zelt erstmal so ein Minilager aufschlagen? Ich meine, wir können ja eine Werkbank und sowas hinstellen und die richtige Basis erst später bauen. Was, beim Zelt? Ja, hier beim Forschungszelt, beim Wissenschaftszelt. Ja, können wir auch machen, ja. Moment. Wo war denn das? Hier? Hier, oder? Da oben sind noch... Ich hol mal kurz noch ein paar, Pilze. Okay. Orientierung noch nicht vorhanden bei mir. Woher auch, bitte sehr? Ach, das ist das Brett hier. Forschungsstation. Ah, so.
Jetzt so, ja, haben wir eigentlich nicht eine Map? Doch. Ja, ja, doch. auf M. Das war mir schon klar, allerdings war ich zu doof, die Map zu lesen. Aber ich habe es inzwischen verstanden. So. Wenn wir können analysieren, mache ich doch gleich mal. Das heißt, wir bauen uns hier quasi einen kleinen Unterschlupf erstmal. Damit wir auch so einen Speicherpunkt und Schlafmöglichkeit haben, genau, oder? War das nicht so? Genau. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe erstmal nur eine Werkbank und so gedacht. Aber ist doch auch so, dass wir das brauchen. Ja, ne? Ja, hast du recht. Ich weiß zwar nicht mehr genau für was, aber ich glaube, wir haben es gebraucht. Ja, ich glaube wirklich zum Speichern und zum Schlafen, dass wir brauchten tatsächlich. Wir haben auch gerade eben einiges an Rezepten bekommen. Ja, habe ich gesehen, ja. Oh, Ausdauer ist ja richtig mies. Ja, ich denke es mir auch gerade. Es ist ja voll realistisch, dass ich so eine katastrophale Ausdauer habe. Woher wissen die das? Und ich habe auch das Gefühl, die Ausdauer wird jetzt hier in der Pandemie gerade nicht besser. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich nehme an, du kümmerst dich um Basisbau. Und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ach, einen Hammer brauchte ich dafür, ne? B. Du brauchst die Taste B dafür. Ich glaube, ich werde gerade angegangen. Ja, der Käfer ist, der Rüssel hat dich hier wahrscheinlich einfach nur erschreckt. Aber ja. Ich klopfe ihn einfach mal. Ich habe kurz geweint, muss ich sagen. Ich habe ihn geklopft. Aber das Baumenü hat sich verändert. Kann durchaus sein, ja. Das kann durchaus sein. Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Wir könnten auch statt ein Haus halt nur so ein offenes Zelt zum Schlafen übrigens hinstellen. Aber das überlasse ich dir. Nur ich sag so viel wie, wir müssen jetzt noch nicht übertreiben. Das Übertreiben kommt erst später. Nee, auf keinen Fall. Nee, würde ich wirklich nicht machen. Hast du völlig recht. Und macht jetzt auch keinen Sinn. Also ich gucke hier gerade nur vom Platz her, wo man sinnvollerweise was hinstellt. Ja. Ich würde gerne schon mal eine Kochstelle bauen. Dafür brauche ich 2 Sprösslinge und 3 trockene Grasbrocken. Wo zum Teufel habe ich trockene Grasbrocken herbekommen? Trockene Grasbrocken? Also trockenes Gras. So, war das nur das hier? Trockenes Gras. Ja, das ist einfach nur trockenes Gras halt. Muss man einfach nur finden, das ist alles. Ich hack hier gleich einfach ein bisschen was kaputt. Ja. Und ich warte, ich harre der Dinge, bis die erste Spinne kommt. Eieiei. Die noch keinen. Und was habe ich noch gebraucht, habe ich gerade gesagt? Sprösslinge. Hallo Sprössling. Hä? Na gut. Hat es nochmal rechtzeitig weggeschafft. Blattlaus. Die Blattlaus wolltest du schon wieder der ans Leder oder was? Nee, ans Blatt. Hä? Okay, ich sehe schon, hier hinten bewegt sich, hier hinten übrigens, bewegt sich Gras und... Dann sagen wie ein Tarkov, ey. Genau. Und ich sehe Spinnenweben, also da hinten ist die erste Spinne definitiv. Da hinten oder hier hinten? Hier hinten. Ah ja, okay. Da hinten wäre nämlich kritisch. Also unsere Ansagen sind auf jeden Fall on point. Ja, genau. Also das hat schon Militärqualität, würde ich behaupten. Ich kann dir leider nicht sagen, bei wie viel 100 es ist, weil ich keine Ahnung habe, bei wie viel 100 ich bin. Ja, und du auch nicht bis 100 zählen kannst. Das außerdem. Hallo, Ameise. Ist die einzige Ameise hier? Ich würde die gerne töten. Warum? Aber nee, da ist noch eine Ameise. Ja, ganz einfach, weil wir irgendwann mal die Beine von der doch erforschen müssen.
Ah ja, aber stimmt, ich kann mich daran erinnern, wenn eine Ameise tot ist, kommen meistens immer gleich andere in der Umgebung angelaufen. Und wollen sich beim Mörder bedanken, meinst du, ja, ne? Rado, kann es sein, dass du hier schon wieder die Umwelt vernichtest? Nee, wüsste nicht, was hier gerade, wovon du sprichst. Okay. Na gut. Keine Ahnung, was du meinst. Okay, dann sorry, dass ich mich geirrt habe. So, kann ich da jetzt... Ah. Braten. Also hier hinten brät schon mal das erste Fleisch. Hier hinten? Am Zelt. Ich war dann nicht mal gesehen, dass du schon das Zelt gebaut hast. Ich hab's gehört, dass du es angekündigt hast. Hm? Gesehen hatte ich es noch nicht. An unserem Forschungszelt, du Hirsch. Du hast ein Forschungszelt schon gebaut? Ja. Ist jetzt schon gebraten? Rüsselkäferbraten. Nimm dir hier auch mal eins von den drei Fleisch noch. Jo, mach ich gleich. That tastes surprisingly not terrible. Warum sehe ich es nicht? Inventar. Da. Aber man kann keine Pilze anscheinend braten. Das ist ein bisschen doof. Ja, Quatsch eigentlich, ne? Man kann sich doch eine hübsche kleine Pilzpfanne machen, oder nicht? Bin ich auch. Ein Unkrautstängel brauchen wir. Oh, wir brauchen eine Werkbank. Ja, ich bin ja schon dabei, ne? Also. Ich sehe dich hier nur eine Mauer bauen. Ja, du brauchst ja auch irgendwie einen Bereich, wo die Werkbank reingeht, oder? Kannst sie doch dabei irgendwo hier hinstellen. Habe ich doch mit dem Feuer auch gemacht. Ja, aber dann kommen die bösen Ameisen und bauen einfach an unserer Werkbank Dinge. Nee, eben. Und dann töten wir die Ameisen und die gekrafteten Atombomben, die benutzen wir dann. Hier ist eine Ameise. Ey, bleib mal hier, Ameise. Ich sehe sonst gerade keine. Töte dich jetzt einfach. Nicht weglaufen, scheiß Ameise. Ich muss dich doch töten. Ein Ameisenbrocken. Das klingt lecker. Vor allem, es war die einzige Ameise. Yeah. Noch. Noch, ja. Oh, ich freue mich schon wieder, wenn wir ins Ameisennest dürfen. Eieiei. Hier ist noch eine Ameise. Du alleine? Ich höre noch eine. Oh, da ist noch eine. Oh, ein bisschen mehrere Ameisen. Gut, dass ich nicht hier einfach drauf losgeprügelt habe. Hallo, Ameise. Süß bist du. Du doch nicht. Ja, beschwert sich schon, dass es spät ist. Deine Kinder müssen ins Bett. Damit bist du natürlich gemeint, weil du schaust aus wie so ein Nerd, während ich voll cool ausschaue. Du bist total cool. Ja, du klingst, du heißt auch voll cool. Also wer Willow heißt, ist natürlich schon... Na, es ist die, die in Horrorfilmen als erstes stirbt. Bug? Was ist jetzt passiert? Was? Bug oder Käfer? Oder beides? Ein Spielbug. Ah ja, okay. Willst du mich retten gehen oder soll ich einfach aufstehen und meine Leiche wieder einsammeln? Nee, ich kann dich retten kommen. Du weißt, ja komm, wir haben nur 20 Sekunden, da du nicht mal weißt, wo okay. Ich lieg. Ja doch, ich konnte ja dein Signal sehen. Ah, okay. Der Punkt war gerade, ich bin plötzlich wild durch die Luft geflogen. Hier, 180 Zentimeter weit einfach nur weggeflogen. Wild durch die Luft, keine Ahnung warum. Und der Aufschlag hat mich halt getötet. Boah, nicht schlecht, hey, was du nicht alles kannst. Ja. Problem ist, ich muss da jetzt natürlich wieder irgendwie hinkommen. Ich weiß halt nur nicht, warum ich jetzt rumgeflogen bin, also. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bestimmt an Spinnen vorbei muss. Das kann gut sein, ja.
Nee, stimmt nicht. Keine einzige Spinne da. Wurde gefressen. Ah, da hinten bewegt sich schon einer. War das vorher auch so, dass wir uns über die ganze Karte gesehen haben? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Ich dachte eigentlich nicht. Mhm. Aber, ich finde es gut, muss ich sagen. Ja, weil ich meine, wir zwei haben ja auch gerne mal so Schwierigkeiten, uns wiederzufinden. Ne? Ach, Quatsch, wie kommst du auf sowas? Ja? Ja, weiß ich auch nicht. Ist eine Legende, die so umhertreibt, weißt du? Okay. Falls du auf dem Weg Kleeblätter siehst, ich habe eh schon was gefunden, glaube ich. Kleeblätter haben wir vorne bei der Maschine zuhauf. Also ich habe einige. Aber ich brauche auch ein paar deswegen. Was machst du denn damit? Eigentlich wollte ich gerade die Werkbank, glaube ich, bauen. Die steht ja schon. Achso, die steht schon? Ja, selbstverständlich. Was glaubst du, was ich die ganze Zeit tue? Schlafen? Also ich habe mir gerade einen Respawn-Punkt gesetzt. Weil hier steht ja auch schon ein Zelt drin. So hast du das gemacht. Jetzt check ich das. Es hat so einen kleinen Schutzfaktor, weißt du? Benutzen Respawn. Wir haben ja gesagt, wir übertreiben nicht, aber so ein kleines Schutzwall bauen ist ja, glaube ich, in Ordnung. Ja, ja. Will sich ja sicher fühlen. Zwei Seile. Du hier. Ah, Dach. Kann ich die Ameise gleich analysieren? Können wir schon wieder? Ja. Bestimmt, ja. Ameisenkeule und normaler Stuhl. Ich habe uns einen Stuhl erforscht. Ey. Dass du immer Stuhl erforschen musst. Ja. Du hast da eine merkwürdige Ameise. Faszination für. Eine Ameise getötet. Ah, okay. Ich kann beim Bauen auch meinen Speer in der Hand haben. Ist ein bisschen komisch, Gott. Was so sein soll. Das weiß ich nicht. Genügsam, genügsam, genügsam. Ja, okay. Plattenlager, Stängellager. Was denn du hier für Geräusche? Stöhnen. Oh, ich verdurste gerade, sehe ich. Ja, ich könnte so langsam auch wieder was zum Trinken brauchen. Also sollten wir mal die Augen offen. Oh, hier ist eine Ameise. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Aber ich suche gerade was zum Trinken. Aber ich sehe nichts. Ameise down, Ameise down. Du Ameisentöter, wie kannst du nur? Ich würde sowas nie machen. Die hat aber auch gesagt, dass sie ein ganz schreckliches Schicksal hat und ob ich sie erlösen könnte. Hat sie deine Mutter kennengelernt oder was? Jetzt noch? Oh, bin schon wieder bei der TikTok-Box. Er konnte man die nicht. Na dann. Kannst du dich ja mal erfrischen gehen. Mhm. War die nicht auf einer Seite immer offen? Konnte man da nicht rein? Ich glaube, man konnte die zumindest öffnen. Ob sie noch schon offen war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe hier gerade nichts wegen öffnen. Ah, okay. Doch. Ja, ich habe einfach mal draufgeschlagen. Ein Loch ist jetzt drinnen, aber wir brauchen einen Stufe 2 Hammer.
Okay, jetzt geht das schon los. So, hast du eigentlich was zu trinken gefunden? Nee, noch ein bisschen Sag mal, war es dabei. nicht im so, dass wir im Dunkeln die Problematik hatten, dass die Tiere etwas unangenehmer wurden? Kann durchaus sein, wir sollten dann schlafen vielleicht, ja. Ja, aber. Du kannst ja notfalls auch dreckiges Wasser trinken. Ja, muss ich auch erstmal finden. Ah, ich habe Wasser gefunden. Muss ich nur gucken, dass der Drachner nicht wieder hergelaufen kommt und es mir wegnimmt. Bin schon auf dem Weg zu dir. Wusste ich's doch. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht, es ist zu dunkel. Es ist runtergefallen, aber ich sehe es nicht. Oh nein! Du hast es schon getrunken, Nee, oder nee, gibst du? ich habe aber noch halb voll, deswegen ich brauche noch gar nicht so dringend. Guck tatsächlich auch nach Ich oben, habe ob ge. ich noch was finde. Dreckige Wasser hast du jetzt getrunken, oder? Ja. Ja. Ich höre dich würgen, ja. Es bringt ja nichts. Und es ist auch tatsächlich, muss ich gerade sagen, so dunkel, dass es hier Ja, dann geh fast mal gar halt nicht schlafen, oder? mehr Sinn macht, was aufzunehmen, ja. Was Sinn macht, was aufzunehmen? Hä? Ja, für die Leute, die die Aufnahme jetzt gerade gesehen haben, gehe ich dann mal davon aus, dass es genauso dunkel war wie bei mir. Also ich bin am Schlafen. Bin auch am Schlafen. Willst du am Schlafen nutzen für den Folgenwechsel? Können wir machen, wir sind bei Wie 26 er schon Minuten. komplett ausgerüstet ist, ne? Ja, man kennt halt die Prioritäten von uns, oder? Ja, ich darf für dich ein wohliges Heim bauen, Du wenn schaffst, du dich schon genau, ausrüstest. du schaffst mir die Möglichkeit, dass ich Monsterschnetzel und Spinnenschnetzel. Ich meine, schau dich doch mal an, du schaust aus wie so ein Nerd und ich schau halt aus wie voll die Hardcore-Tuse, hä? Und im Spiel irgendwie auch. Ja. Oh, okay. Also, dann Leute, für die erste Folge war es das. Ich hoffe, ihr habt auch Bock mal wieder, Aqua wollte ich schon fast sagen, Da Grounded zu kommt er. sehen. Wenn es euch gefällt, bei Arado und mir doch bitte Abo da lassen. Arado nimmt natürlich auch wieder auf, ist ja klar. Ist Ja. das so klar, ja? In Ja, dem okay. Fall, Okay. ja. In dem Fall ja. Okay, dann vielen Dank fürs Entschuldigung. Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Arado, Servus. Servus.